Herr Spross, erstmal schön, dass Sie Zeit haben. Sie sind ja Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Und Covid-19 ist natürlich eine Erkrankung, die potenziell eben auch für Menschen mit Muskelkrankheiten besonders problematisch sein kann. Was sind denn die Probleme, die Sie so in den letzten Wochen mitbekommen haben? Also das ist eine sehr vielschichtige Problematik, die wir jetzt sehen. Wir sind natürlich insgesamt im neuromuskulären Bereich betroffen. Wir reden hier von Muskelabbau in unseren Diagnosen. Das heißt, geht es um dieses Thema, wie kann ich meine Beatmung steuern, wie kann ich aber auch mein Schlucken steuern, wie kann ich sprechen, wie kann ich mein ganzes Sekretmanagement organisieren. Und das sind ja eins zu eins genau die Themen, die auch mit Covid-19 zu tun haben. Insofern ist da eine große Schnittmenge und daraus resultiert natürlich dann auch eine große Unsicherheit, auch Ängste bei unseren Mitgliedern, die neuromuskulär erkrankt sind und auch bei den betroffenen Angehörigen natürlich. Also wenn wir von Eltern reden, die im Berufsleben stehen, aber ihre Kinder auch versorgen, die beispielsweise eine respiratorische Hilfe haben, also eine Beatmung, vielleicht eine Nachtbeatmung in unterschiedlicher Formen, die natürlich extrem im Risikobereich leben, wenn sie dann zusätzlich noch mit einem Virus infiziert werden, der auf die Lunge in erster Linie geht, medizinischer Stand heute, dann entstehen daraus natürlich viele Fragen. Und der zweite Punkt ist sicherlich der persönliche Kontakt, der einfach jetzt fehlt. Es geht um die persönliche Gesundheit, um die vorzubeugen oder da auch im Grunde genommen ein sicheres Feld zu haben, muss man im Grunde genommen sich isolieren und das führt natürlich auch zu einer großen Vereinsamungstendenz und das fördert natürlich die eben angesprochenen Unsicherheiten. Insofern haben wir da wirklich von einer Multiproblemsituation, sprechen wir davon. Sie haben über die Probleme der Menschen gesprochen, die mit einer Muskelerkrankung leben und ihre Angehörigen. Welche Herausforderungen mussten Sie denn als DGM, als Organisation bewältigen? Ja gut, wir müssen natürlich jetzt die Situation des Einzelnen sehen und müssen als DGM, der wir jetzt ungefähr 9.000 Mitglieder haben, die von neuromuskulären Erkrankungen betroffen sind, beziehungsweise Angehörige, wir müssen natürlich sehen, dass wir da Antworten oder zur Hilfestellung geben können. Und das haben wir natürlich umfangreich auch gemacht. Das geht einmal um eine Information, dass wir also umfangreich auf unserer Website Informationen bereitgestellt haben. Und es geht aber auch um eine Beratung. Wir haben eine Beratungsmöglichkeit per Telefon, per E-Mail, aber auch so jetzt wie wir, sagen wir mal, in Online-Settings. Und die sind intensiv genutzt worden. Wir sehen das an den natürlich an den Zahlen, an dem Bedarf. Und das Thema Covid-19 ist 90% aller Beratungssettings im Moment dabei. Und da müssen wir uns natürlich auf der einen Seite immer informieren, was ist eigentlich Stand der Situation, was ist im Stand der Wissenschaft, was weiß man, was vermutet man. Genau da sehe ich auch große Schwierigkeiten, dass man noch mit dieser ganzen medizinischen Geschichte, und das sehen Sie in den Medien ja auch, nicht von der Wahrheit gesprochen werden kann. Und das verstärkt die Verunsicherung der Leute. Das erschwert natürlich auch die Beratungssituation. Und insofern müssen wir auf der einen Seite schon auch flankierende Hilfen geben, die einem auch nützen. Auf der anderen Seite aber auch darauf hinweisen, es sind noch Unsicherheiten da. Es ist noch nicht alles klar. Die Erkrankung ist noch nicht richtig begriffen worden. Es dauert noch. Hier gibt es Informationen aus unterschiedlichen Ländern. Da sind aber auch die Bedingungen anders. Vielleicht ein Thema, Beatmung ist sicherlich ein ganz großes Thema, gerade im neuromuskulären Bereich. Da sind sich die Wissenschaftler und die Experten noch nicht ganz einig, was ist eigentlich der richtige Weg, was ist in der richtigen Situation der richtige Weg. Und dann ist natürlich gerade der neuromuskulär Erkrankte mit seiner ohnehin schon etwas sensiblen Problematik im Bereich der Beatmung verstärkt im Fokus. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, da auch Sicherheit zu geben, vielleicht auch Informationen zu geben und also ein Spektrum auch aufzuzeigen und da mit den Leuten auf verschiedenen Wegen auch in Kontakt zu treten. Was meinen Sie, wird diese Situation, wird Corona insgesamt die Selbsthilfearbeit verändern? Es ist ja so, dass die
Grundlage der Selbsthilfe schon auch der Erfahrungsaustausch, das Miteinander, das Gespräch, der persönliche Kontakt ist. Das wird uns ja jetzt gerade auch genommen. Da versuchen wir natürlich über andere Settings, Telefon, Online-Meetings, Webinare, adäquat auch was zu gestalten. Und da versuchen wir natürlich auch, diese Settings so zu gestalten, dass sie höchst persönlich sind. Wohl wissend, dass wir nie einen persönlich-physischen Kontakt kompensieren können. Das kriegen wir gar nicht adäquat hin. Aber wir können versuchen, unsere Arbeit so zu machen, dass wir eine möglichst, ich sage mal, auch eine sensibilisierte Situation und ein mögliches schönes auch Beratungssetting hinbekommen. Das werden wir auch zukünftig so machen, gerade für die chronisch Erkrankten, die auch was Mobilität angeht, eingeschränkt sind. Und das sind natürlich bei den neuromuskulär Erkrankten viele, die vielleicht auch nicht mehr reisen können, die nicht mehr weit reisen können oder die mit erheblichen schweren Schwierigkeiten Reise tätigen können, weil sie vielleicht noch Apparate brauchen, weil der Rollstuhl nicht passt oder weil kein Auto zur Verfügung steht, und dass wir demnächst auch dort, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir dann auch dort Möglichkeiten schaffen, gerade die auch anzusprechen und teilnehmen lassen können an unseren Veranstaltungen. Und das werden wir verstärkt ins Auge nehmen, dass wir wirklich unsere Veranstaltung aufnehmen in Form von Webinaren, darbieten und auch Leute ansprechen, die wir bisher weniger erreichen konnten. Wenn wir jetzt Selbsthilfe sagen, geht es natürlich auch um gesellschaftliche Aspekte. Das ist wahrscheinlich auch jedem bekannt, dass wir jetzt eine große Diskussion haben zum Thema Triage. Und das wird tatsächlich eine Aufgabe der nächsten Jahre sein. Nach der Pandemie sagen wir ganz klar als Selbsthilfe, aber auch wir als DGM, wir müssen uns an einen Tisch setzen, und zwar multidisziplinär aufgestellt, nicht nur, ohne das abzuwerten, Mediziner, sondern wir brauchen Ethiker, wir brauchen vielleicht auch Konfessionen dazu, wir brauchen Soziologen dazu, wir brauchen Patientenvertreter dazu, dass wir uns auf den Weg machen, das Thema Triage auf gesunde Füße zu stellen. Es gibt da sicherlich kein Rezept für eine optimale Lösung, weil das ist natürlich eine sehr fürchterliche Situation. Das muss man natürlich wissen. Aber so wie es jetzt momentan gelaufen ist, sind es Anfänge. Da bin ich auch froh drum, dass wir die Anfänge gemacht haben. Anhand der Diskussion hat man natürlich auch gesehen, das ist eine sehr mehrdimensionalisierte Thematik, klar. Aber da müssen wir wirklich ansetzen und zu sagen, wenn wir dann ohne den Druck der aktuellen Situation, also wirklich, wenn die Pandemie dann auch hoffentlich bald überstanden ist, dann müssen wir diesen Prozess initiieren und auch durchführen. Die DGM ist bereit, auch dazu mitzumachen. Das ist nicht einfach. Wir müssen nicht dabei sein. Die Dachverbände wie die BAG, die Paritäten, die sehe ich da auch in der Pflicht, und das übernehmen die auch. Aber das ist sicherlich noch eine schwere Thematik, die uns bevorsteht und die wir auch im gesellschaftlichen Kontext auf jeden Fall angehen möchten. Ja, vielen Dank, Herr Spross, für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Ich glaube, es ist gut, dass die Menschen mit Muskelerkrankungen eine so starke Selbsthilfe wie die DGM an ihrer Seite haben. Und ich wünsche Ihnen dafür weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch.